Uhu, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr hier reinschaut in einem neuen Informationsvideo zu meinem Kanal beziehungsweise zur zukünftigen Staffel Sons of the Forest. Und unter anderem möchte ich ein kleines Fazit ziehen aus der dritten Staffel, die wir letztens beendet haben, wo wir fertig geworden sind. Ich baue nebenbei hier mal noch ein paar Fackeln hin, dass wir ein bisschen mehr sehen. Ja, fangen wir mal mit dem Fazit an eigentlich, ne? Die dritte Staffel an sich fand ich echt gut gelaufen. Wir hatten es im Hard-Mode gespielt, zwar nicht im absoluten Extrem-Hard-Mode. Wir haben ja so Kleinigkeiten beigelassen, wie zum Beispiel, man kann immer wieder die Kisten looten, wenn man einlädt. Oder die Munition haben wir nicht begrenzt in den Kisten. Das sind so Kleinigkeiten, die haben wir uns aufgespart. Ich würde sagen, die neue Staffel wird dann auf jeden Fall mit diesen Optionen auf jeden Fall starten. Das heißt, im absoluten Hard-Mode Survival werden wir starten. Wir stellen uns alles auf hoch. Wir machen alle negativen Dinge an. Und dann beginnen wir die nächste vierte Staffel. Ne? Fazit zur dritten Staffel soll sein, hat mir sehr gefallen auf jeden Fall. Das Bausystem an sich, geile Sache, muss ich sagen. Die haben viel dran gemacht. Es wurde jetzt mit dem Patch 8 dann doch eine ganze Menge noch eingeführt, was Verbesserungen angeht, beziehungsweise Platzierungen der einzelnen Strukturelemente. Und jetzt haben wir ja schon den Patch 9 sogar draußen. Der ist jetzt in der dritten Staffel nicht mehr mit drin. Das werden wir dann in der vierten Staffel sehen, was es dort alles gibt. Und die dritte Staffel an sich ist ja relativ schnell zum Ende gekommen. Wir haben uns auch nicht nehmen lassen, einfach das Ende zu begehen. Ich fand es ein bisschen traurig mit Virginia. Wir hatten leider Tatsache in der dritten Staffel Virginia dann zum Schluss nicht dabei. Obwohl sie eigentlich uns freundlich gesonnen war. Wir hatten sie schon. Wir haben ja auch Waffen gegeben. Also hat mich ein bisschen gewundert. Im Großen und Ganzen ist es aber auch nicht schlimm gewesen. Ich habe es auch bis jetzt noch vermieden, eine Staffel zu machen, beziehungsweise eine Staffel rauszubringen, wo ich dann noch weiterspiele nach dem Ende. Das werden wir in der nächsten Staffel dann auch erledigen, sage ich mal. Definitiv werden wir nach dem Ende noch weiterspielen, denn es wurden auch einige Sachen gepatcht jetzt, beziehungsweise reingepatcht mit dem neuen Patch, die nach dem Spielende was betreffen, und das möchte ich jetzt auch nicht breittreten, das soll eine Überraschung werden. Und da werden wir uns auf jeden Fall freuen drüber, was uns da erwartet. Die Story selber an sich, muss ich sagen, Sons of the Forest, jetzt mittlerweile ziemlich ausgereift, aber dennoch muss ich leider sagen, hat man nicht so wirklich den Überblick über... Aha, das darf ich schon gar nicht mehr. Hat man jetzt gar nicht mehr den Überblick darüber, wie die Story jetzt verläuft, was genau alles in der Story relevant ist. Da eine Reihenfolge hinzukriegen, sage ich mal, im Kopf, das ist nicht leicht. Ne? Das muss man irgendwo mal gucken. Aber wir werden auch in der vierten Staffel dann letztendlich nicht einfach so tun, als würden wir das Spiel nicht kennen. Ne? Wer mich kennt, der weiß, dass ich ja immer so ein bisschen eigentlich zurückhaltend agiere und auch nicht viel Spoiler möchte, weil ich ja immer auch noch neue Abonnenten habe. Die möchte ich jetzt auch mal kurz mal grüßen an der Stelle. Hallo euch zusammen. Die dann auch vielleicht vorher noch nichts gesehen haben, beziehungsweise vom Spiel nicht viel gesehen haben und nicht gespoilert werden möchten. Ne? Nur ist es aber so, dass ich ja nicht verheimlichen kann, dass ich wirklich schon das Spiel schon ewige Male durch habe und eigentlich auch schon alles kenne. Und ich denke, der ein oder andere Stammzuschauer, der dabei ist, der weiß es auch, dass ich ja nicht mehr so außen vor halten möchte mit dem Storygeschehen. Ne? Also ich werde dann schon ein bisschen offener reden in der vierten Staffel, also nicht mehr so tun, als ob alles neu ist und so. Die neuen Abonnenten, die dann das vielleicht interessiert, wie das Spiel ist, wenn es neu ist und ich auch alles neu entdecke, der sollte sich die erste Staffel angucken, der Anfang. Wenn ich dran denke, habt ihr jetzt hier oben einen Link, dann könnt ihr draufklicken und ansonsten einfach mal bei mir aufs Profil schauen. Für alle neu dazugekommenen gerne abonnieren, da verpasst ihr keine Folge von der weiteren vierten Staffel, die dann kommt. Und an alle anderen möchte ich mal sagen, bin ich sehr dankbar und sehr froh, dass ihr dabei seid, immer nach wie vor noch. Ne? Euer Support bedeutet mir eine ganze Menge. Und immer schön liken und immer schön kommentieren, das freut mich auf jeden Fall, auch wenn die Kommentare noch ein bisschen spärlich gesät sind, aber man kann auch einfach nur mal schreiben, hi, wie geht's oder so, oder super gemacht oder sonst irgendwie. Oder gebt mir ein bisschen Feedback, dass ich ein bisschen mitarbeiten kann.
müssen wir mal gucken, ne? Da müsst ihr mal schauen, wie ihr mich weiter supportet. Ich würde es mir wünschen, dass wir auch noch wachsen in der Community. Ihr könnt mir auch gerne Ideen schreiben, wenn ihr gerne mal was sehen möchtet oder wenn ich irgendwas erledigen soll in Sons of the Forest. Ich hatte schon mal gedacht, dass ich vielleicht einen Livestream mal starte. Das wäre auch mal wieder eine lustige Sache, dass man einfach so mal für ein paar Stunden das anzockt und den Spielstand sich dann mal aufhebt für einen nächsten Livestream. Und dann könnten wir den dann bei einem Livestream immer weiter und weiter spielen. Zusätzlich zu der Staffel, die ja natürlich noch erscheint. Ein Multiplayer-Spiel hatte ich noch geplant. Das wird dann auch noch kommen. In absehbarer Zukunft. Aber ich kann nicht sagen genau wann. Es kann noch vielleicht noch eine Weile dauern. Auf jeden Fall kommt hier noch so einiges. Ich möchte noch kurz abschließend zur dritten Staffel noch sagen, beziehungsweise zu Sons of the Forest. Der Endgegner, den sie reingepatcht haben, ist der Hammer. Den finde ich richtig geil. Ne? Dagegen ist der Dämonenboss in der Höhle da eigentlich harmlos. Den ich auch der Meinung bin, dass sie den ein bisschen runtergepatcht haben, beziehungsweise die haben den einfach mal ein bisschen lower gemacht. Der hat jetzt meiner Meinung nach im Hardmode, und wir haben ja nun wirklich die Rüstung auf hoch und den das Leben der Feinde auf hoch, hat er nicht so viel eingesteckt. Ne? Der hat, möchte ich meinen, genauso viel eingesteckt, wie als ob man da im Normalmodus hinkommt. Und vielleicht hat er da sogar noch mehr eingesteckt. Ja, auf jeden Fall war ich sehr überrascht über den Endgegner. Da habe ich mich selber kaum spoilern lassen, weil ich wollte es unbedingt selber erleben. Und musste mich ja schon ein bisschen zurückhalten am Ende der Staffel 3, dass wir nicht gleich sofort losgerannt sind, sondern erstmal noch in Ruhe den Elektrozaun gebaut haben und so, ne? Also, das war ja auch nochmal so eine lustige Sache. Die ganzen Sachen, die nachträglich reinkamen und die wir dann mit der Staffel 3 erlebt haben. Ich glaube, der Felsbau gehört dazu, dass man mit Felsen bauen konnte plötzlich. Das war eine völlige Überraschung. Damit hat gar keiner gerechnet eigentlich. Ja, und dann nach und nach die Sachen, die reingepatcht wurden, ne? Also unter anderem hier das Golfauto, was wir jetzt denn haben, oder, das Gewehr, ne? Die Sniper, die sie noch reingepatcht haben, die ich finde leider ein bisschen, naja, ich weiß nicht, die ist halt, man findet zu wenig Munition. Ne? Gut, vielleicht ist es schön, wenn man da so ein bisschen anvisieren kann und snipen kann, aber man hat echt wenig Munition und ist ein bisschen spärlich gesehen. Da könnten die ruhig noch ein bisschen nachlegen. Ne? Aber ich sehe gerade, ich habe einen tierischen Kohldampf und tierischen Durst. Ich esse mal ein paar Schnitten Fleisch und setze mal kurz noch ein Kopf Wasser auf. Und dann würde ich sagen, kommen wir hier auch langsam eventuell zum Ende. Wie gesagt, die Information, die vierte Staffel wird kommen. Und jetzt kommen wir zu der Information, die ich euch gerne geben möchte zur vierten Staffel, nachdem wir jetzt den Fazit eigentlich durch haben von Sons of the Forest. Also Fazit zu Staffel 3 passen wir noch einmal zusammen. Geile Staffel gewesen, viel gebaut, viel Spaß gehabt, aber leider doch schnell beendet, weil gucken, welcher Endboss. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir die vierte Staffel, wenn wir den Angriff nehmen, uns mal ein bisschen mehr Zeit gönnen. Ne? Dass wir nicht ganz so hektisch da durchrennen und werden mal das Ganze so machen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass unser Haus doch relativ klein war. Also ich meine wirklich, diese, was hatten wir, 5x5 oder so. Das war irgendwie im Endeffekt doch eng. Ne? Also wenn man Regale hingestellt hat, war eigentlich alles schon voll und enger Raum. Und ich habe es eigentlich gerne ein bisschen weiter. Und deswegen würde ich sagen, machen wir in der vierten Staffel bigger is better. Ne? Also das heißt größer, besser, weiter, geiler. Ich will ein größeres Haus haben. Ein schönes Haus, ein Maisonette-Haus am besten drin. Schön mit Gänge oben im zweiten Etage lang. Eine riesen Vorhalle. Ja, lasst euch überraschen, was mir da vorschwebt und was ich mir da einfallen lasse und wie wir das Ganze angehen. Auf jeden Fall würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder fleißig euch den Finger wund klickt beim Liken. Und ja, da bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes zu sagen, als euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Ich habe noch vergessen, den Starttermin zu erwähnen. Der Starttermin der neuen Staffel, der steht eigentlich noch gar nicht wirklich fest, muss ich sagen. Denn ich weiß überhaupt gar nicht, wann ich es schaffe, das aufzunehmen. Ich bin beruflich sehr, sehr eingespannt. Aber ich könnte mir vorstellen, das Infovideo lade ich heute am Mittwoch hoch, dass wir eventuell am Mittwoch nächste Woche warten mit dem Grand Einstieg der ersten Folge der vierten Staffel Sons of the Forest. Bigger is better. Ne, wir machen es wie die Amis, größer, schneller, weiter, besser, geiler. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Natürlich wird nicht zu kurz kommen Loot-Touren,
wird es eine ganze Menge wieder geben. Wir werden uns wieder ein paar Dörfer schnappen. Wir machen keinen Frieden, definitiv nicht. Nicht, wenn ich dem absoluten Hardmode Survival spiele. Dann geht es nicht. Ne? Das ist Hardcore. Da kann ich keinen Frieden schließen mit denen oder versuchen, den wegzurennen. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Da steht im Raum, eventuell eine Staffel zu machen, Pazifismus-Staffel. Aber das wird sehr schwer, auch wegen den Tieren, die ja dann doch ständig sterben hier irgendwie, durch irgendwelche Gründe. Ja, nichtsdestotrotz, die vierte Staffel, wie gesagt, wir gucken, dass wir sie am Mittwoch starten. Sollte sich daran was ändern, werde ich euch noch einmal ganz kurz informieren über ein Info-Video hier auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt, dann würdet ihr es nicht verpassen. Alle anderen gerne abonnieren, dann kriegt ihr das auch mit. Ansonsten merkt euch Mittwoch 10 Uhr, wie immer, die erste Folge wird hochgeladen und dann geht es los mit Sons of the Forest, Bigger is Better, Staffel 4. Ich danke euch, dass ihr euch das Infovideo hier angesehen habt. Ihr könnt auch das gerne liken, dann weiß ich, dass ihr mir ein bisschen Rücksprache gibt auf die vierte Staffel, dass ihr euch auch drauf freut. Schreibt gerne einen Kommi dazu, dass ihr euch freut vielleicht, oder schreibt auch, wenn ihr euch vielleicht sagt, das Thema ist nicht so mein Ding oder so. Mal gucken, noch habe ich sie nicht gestartet, die Aufnahmen, deswegen kann man noch drüber reden. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Jungs, Mädels, alle zusammen. Wir sehen uns in der vierten Staffel. Kelvin, sagt tschüss. Tschüss. Macht's gut, meine Lieben. Bye, bye.